Der liebe Mario, der Verkäufer dieses Shuttle XPCs SK41G, hatte mir ja diesen Lüfter von AT Cooling hier mit da zugelegt und mir schon gesagt, dass der bereits oder von Haus aus verbaute Lüfter relativ laut ist und dieses neuere Modell wesentlich leiser sein soll. Zudem hat er mich noch darauf hingewiesen, dass es ganz gut wäre, mal die Wärmeleitpaste zu wechseln. Ich habe jetzt hier noch was übrig, dieses MX2 Thermal Compound von AT Cooling. Das ist jetzt von 2019. Ich habe aber auch hier noch was von meinem aktuellen Gaming-PC übrig. Hier die MX4, die ist ganz neu. AT Cooling hat immer so ganz gute Wärmeleitpasten im Angebot, die auch nicht so teuer sind. Und ich würde jetzt mal anfangen und das Gehäuse hier so weit auseinanderbauen. So ein bisschen, was habt ihr schon gesehen? Das Entfernen des Laufwerksschlitten, damit wir überhaupt mal einen Blick in das Innere werfen konnten. Und jetzt würde ich alles mal so weit auseinanderbauen, dass wir hier so einigermaßen gut an diese Heatpipe hier unten rankommen. Und dann schauen wir mal, ob wir da vielleicht auch diese Wärmeleitpaste dann leicht wechseln können oder wie aufwendig das jetzt hier generell ist, diese Kühlkonstruktion hier abzubauen. Denke ich mal, ist auf jeden Fall recht sehenswert. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Schraubenzieher ist parat. Soweit alles aus dem Weg geräumt, was hier im Weg ist, zumindest das, was ich so sehen konnte. Und jetzt müssen wir meines Wissens nach hier diese vier Rändelschrauben auf der Rückseite entfernen. Das würde ich jetzt mal als erstes machen. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier schon kommen. Ich glaube, dann können wir sogar schon eventuell den Lüfter hier oben abnehmen. Das Ganze ist nämlich zweiteilig. Mal gucken. Das kriegen wir hier raus. Müssen wir gucken. Das ist hier unten verbunden mit dem Mainboard. Und dann haben wir hier den Lüfter schon mal entfernt. Das ging also denkbar einfach. Und der hat hier auch einen Standardanschluss. Bin ich mal sehr gespannt. Also diesen dreipoligen Anschluss mit müsste Temperaturmessung noch inklusive sein. Das war schon mal ein sehr leichtes. Und dann gucken wir mal weiter. Dann könnten wir hier schon tatsächlich an die Kühlkonstruktion rankommen. Schauen wir mal, machen wir mal weiter. Ich löse mal diese Schrauben hier. Am besten über Kreuz. Das ist immer am empfehlenswertesten, dass der Lüfter hier nicht irgendwie möglicherweise verkantet. Und dann müssen wir gucken, ob wir es runterkriegen oder ob das jetzt so auf der CPU draufklebt. Dass wir es irgendwie erhitzen müssen. Bin immer sehr gespannt. Es fühlt sich aber einigermaßen locker an. Boah, Wahnsinn. Das hat ja geklappt wie am Schnürchen. Und hier sehen wir, da ist überhaupt gar kein, ja, da ist überhaupt gar keine Wärmeleitpaste drauf. So, holen wir uns mal die CPU noch mal raus. Aber eine sehr interessante Kühlkonstruktion. Vor allen Dingen, wie einfach das Ganze hier tatsächlich auch aufzurüsten, zu verändern ist. Also ich bin wirklich echt ziemlich begeistert. Ich hatte jetzt gedacht, dass es so ein bisschen enger hier zugeht. Mal schauen, ob ich die CPU irgendwie noch zum Greifen bekomme. Ja, die klemmt ein bisschen. Ich will aber auch die Beinchen nicht verbiegen. So, und da hätten wir das gute Stück. Das ist also die CPU und das ist hier der AMD Athlon. Und ja, man kann das hier so ein bisschen an der Bezeichnung erkennen.
dass es sich da um den 2000 Plus handelt. Und den würde ich jetzt mal ein bisschen sauber machen hier. Man sieht es eher so ein bisschen eingestaubt. Das beeinträchtigt die Funktion aber insofern gar nicht. Und wenn ich das sauber gemacht habe, dann tragen wir hier einfach so ein kleines bisschen Wärmeleitpaste drauf. Das schadet mit Sicherheit nicht. Mit so einer Wärmeleitpaste kann man ja durchaus auch nochmal die Temperatur so ein bisschen absenken. Das sind dann doch manchmal so 2-3 Grad, die da noch drin sind. Ich habe den Kühlkörper jetzt hier mal gereinigt, hier unten die Oberfläche ein bisschen mit Isopropanol sauber gemacht und auch die Lamellen hier oben abgesaugt. Aber so richtig schmutzig ist das gar nicht gewesen. Ich vermute mal, dass der Mario da auch schon mal Hand angelegt hat. Und auch hier innen drin gab es nicht allzu viel Staub. Also ich habe das hier mal so ein bisschen auf der Innenseite auch mal abgewischt. Und auch hier unten drunter im Mainboard muss ich sagen, das sieht alles immer noch relativ gut aus für knapp 15 Jahre. Und ich habe auch die CPU ein bisschen mit Isopropanol gereinigt. Und jetzt können wir hier auch, denke ich, ganz gut erkennen, es handelt sich hier um ein AMD Athlon mit 2000 MHz. Also wenn man es ganz nah ranholt, dann sieht man es hier in der zweiten Reihe. Da kann man die Typenbezeichnung sehen. Und von diesem Sockel 462 gab es einige Modelle. Ich habe hier tatsächlich mal so ein paar von dem lieben Rico zugeschickt bekommen. Das wäre hier zum Beispiel nochmal so ein Modell. Das hat hier so einen Keramikkörper. Der andere oder die original eingebaute CPU hat hier so ein Kunststoff-Layout. Und hier gibt es auch nochmal eine Ausführung von diesem Keramikmodell. Gucke ich mal auf die Unterseite, aber das müsste auch meines Wissens nach Sockel 462 sein, zumindest physikalisch kompatibel. Ich habe aber auch noch einige von diesen Modellen, die hier eingebaut waren. Also hier gibt es nochmal einen AMD Athlon mit, so wie ich das jetzt hier sehe, 2200. Also könnte man hier einbauen, stattdessen wäre ein bisschen schneller, würde aber hier nicht wirklich viel bringen. Und da habe ich einen ganzen Stapel davon. Man sieht, dass sie sind tatsächlich in unterschiedlichen Farben und Ausführungen gefertigt. Hier habe ich zum Beispiel einen AMD Sempron. Der würde vielleicht hier unter Umständen gar nicht passen, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist ja als AMD Duron bzw. Athlon auf der Shuttle-Seite angegeben, was die Kompatibilität betrifft. Hier hätten wir nochmal ein Modell. Hier auch nochmal. Also man sieht es, wir haben hier einige im Portfolio. Da man es so schlecht erkennen kann, hat da hier der Rico, der Spender dieser CPUs, die hat er wohl, denke ich mal, aus alten Rechnern irgendwo ausgebaut. Das sind ja schöne Erinnerungsstücke, die auch nicht viel Platz brauchen. Hat er draufgeschrieben, damit man auch weiß, um welches Modell es sich handelt, beziehungsweise wie das getaktet ist. Und das könnte hier 2800 heißen. Ist ein bisschen schwierig zu erkennen, für mich hier auch so in der Kamera. Und da könnte man durchaus mal theoretisch was anderes einbauen. Ich würde es aber tatsächlich mal in dieser Kombination lassen. Also mit diesem 2000 Plus ist der Rechner auf jeden Fall mehr als ausgereizt. Also da würde diese Voodoo-Grafikkarte gar nicht mehr rausholen. Wenn man jetzt nicht eventuell sagt, man will dann doch eine AGP-Grafikkarte oder sowas einbauen, dann belasse ich es einfach mal bei den CPUs. Aber ich habe mich noch erinnert, dass ich dieses Sammelsurium an AMD-CPUs hatte und deswegen wollte ich es euch ganz gerne da mal ins Bild halten, wie vielen verschiedenen Ausführungen das Ganze hier dahergekommen ist. Ich habe jetzt die anderen CPUs mal wieder beiseite gepackt. Beziehungsweise beim Beiseitepacken ist mir noch aufgefallen, dass selbst dieses gleichfarbige Modell mit der gleichen Bezeichnung, sind übrigens alle aus dem Jahre 1999, tatsächlich doch ein bisschen anders aussieht. Also man kann das hier so erkennen, wenn man sie direkt nebeneinander hält. Hier sind so teilweise die Leiterbahnen zu erkennen oder so eine Musterung. Das gibt es hier bei der anderen CPU nicht, aber die Typenbezeichnung, die hier drauf ist, die sieht für mich relativ identisch aus. Also stammen beide aus dem Jahre 1999, AMD Athlon.
Also, und ich habe hier so ein bisschen Wärmeleitpaste drauf gemacht, nur so ganz wenig. Da darf man nicht zu viel drauf machen, sonst läuft die an der Seite überall runter. Dann ist lediglich die CPU versaut, weil bei dieser CPU, ihr seht, da ist kein Heatspreader drauf, so wie man das bei aktuelleren oder Nachfolgermodellen kennt. Da kann man ja dann die Wärmeleitpaste komplett über diese Metallplatte verteilen. Das haben wir hier nicht. Also hier befindet sich dann direkt der Die, also der CPU-Kern. Und dann kann man das hier so ein bisschen, ich benutze da immer ganz gerne so ein Zahnstocher, dann kann man das hier so ein bisschen verteilen, so in der Mitte. Das wird durch die Wärme sowieso entsprechend noch verteilt. Übrigens auch noch so ein Grund, jetzt bei diesem Modell zu bleiben und jetzt nicht noch auf ein schnelleres Modell zu wechseln. Dann ist ja klar, umso schneller die Modelle sind, umso mehr Strom und umso mehr Abwärme wird auch produziert und dementsprechend fällt ja diesem kompakten Kühldesign dann vielleicht noch schwieriger, die Abwärme abzuführen. Und ja, so reicht das für mich aus. Gewinnt zwar keinen Schönheitspreis, wird aber, denke ich mal, seinen Zweck erfüllen. Ja, warum sehen diese Prozessoren, obwohl es offensichtlich ja alle AMD Athlons XP sind, für den Sockel 462 alle so unterschiedlich aus, haben unterschiedliche PCBs, haben unterschiedliche Größen hier sogar, was den Die, also den Prozessorkern betrifft, gibt es aus unterschiedlichen Materialien. Das liegt natürlich an den verschiedenen Modellen, so die im Laufe der Jahre rausgekommen sind, so zwischen 2001 und 2004. Das hat alles angefangen mit dem Palomino-Prozessor, der ging hoch bis zu einem Rating von 2100, das entspricht 1733 MHz. Dann wurde das Ganze weitergeführt mit dem Throgbread A und dem Throgbread B, etwas schwierig auszusprechende Namen. Die B-Version brachte es dann immerhin schon mit dem Frontside-Bus von 333 auf ein Rating von 2800, das entspricht 2,25 GHz. Dann ging es weiter mit den Thornton, auch ein sehr eingängiger Name, wie so ziemlich alle Bezeichnungen. Der ging dann schon hoch bis zum Rating von 3100. Das entsprach dann 2,2 GHz. Und so richtig auf die Spitze hat es dann der Barton gebracht hier für diesen Sockel. Der schaffte es auf ein Rating von 3200. Das entsprach dann 2,2 GHz. Das Kuriose an diesem Rating, dann insbesondere auch bei dem Barton, ist, dass es das gleiche Rating in unterschiedlicher Megahertz-Ausführung gegeben hat. In der Regel gab es ja immer Frontside Bus 266, 333 und 400 und das wurde dann eben mit dem Multiplikator multipliziert und dementsprechend ergab sich dann die Taktrate bzw. die Gesamtmegahertzzahl und da gab es hier dieses Kuriosum zum Beispiel bei dem 2800 Plus, da kann ich mich auch noch so recht dunkel dran erinnern, dass es den Prozessor zweimal gab, aber einmal mit dem Frontside Bus 266, was dann in 2133 MHz münzte und einmal mit dem Frontside Bus 333, also das heißt dann im Grunde nach etwas höher getaktet und das münzte dann insgesamt auf nur 2083 MHz, also insgesamt etwas niedriger. Das heißt, der Prozessor mit der niedrigeren Frontside-Bus-Rate brachte insgesamt etwas mehr. Zu dem Rating hat man das dann so von der Leistung her gleich aufgesetzt. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten die Prozessoren mit dem etwas kleineren die Throgbreads A oder B sein. Die konnte man jetzt so anhand der Größe nicht unterscheiden. Und der mit dem etwas größeren, die müsste meines Wissens nach der Barton sein. Also das heißt, das wäre dann gegebenenfalls die schnellste oder modernste Architektur. Und damit könnte ich gegebenenfalls meinem Barebone noch die Sporen geben. Aber dem Grunde nach ist er ja mit dem 2000 Plus, was ja in 1667 MHz münzt, mit seiner Voodoo 3 Grafikkarte von der Prozessorleistung her ja absolut ausreichend. Beim Sockel 462 kann man relativ leicht erkennen, wie die CPU eingesetzt werden muss. Der Sockel selber spart an zwei Ecken jeweils einen Pin aus und das ist ebenfalls hier so auf der CPU einmal hier an dieser Seite und einmal an dieser Seite. Dementsprechend passt die CPU nur in eine Richtung. Da kann man zum Glück eigentlich nichts falsch machen. Hier auf keinen Fall Gewalt anwenden, sonst biegt ihr diese Beinchen sehr schnell um. Das ist natürlich nicht so optimal. Trotzdem sitzt die CPU hier relativ straff. Also ich habe den Hebel hier voll
nach hinten gezogen. Trotzdem sitzt die tatsächlich straffer als gedacht. Aber jetzt habe ich sie drin, also ohne größere Gewalt. Aber so ein bisschen musste man da schon hin und her wackeln, dass die CPU dann quasi in den Sockel gefunden hat. Und jetzt baue ich das Ganze wieder zurück. Also sprich, die Heatpipe kommt jetzt hier oben wieder drauf und dann kann ich das Ganze wieder zurückbauen, bis wir zu dem Teil kommen, wo ich den Lüfter dann wechseln werde. Da würde ich dann noch mal kurz entsprechend anmoderieren. Fertig eingebaut, ging genauso einfach wie beim Demontieren. Die Schrauben dann wieder am besten über Kreuz anziehen, sind zum Glück auch so Rändelschrauben, also heißt, konnte man erstmal so mit der Hand anschrauben, ihr habt das gesehen, und dann habe ich sie über Kreuz festgezogen und da gibt es dann irgendwann eine Sperre, dann kann man nicht mehr weiter drehen und ich empfehle das immer so mit drei Fingern zu machen, dass man das nicht irgendwie überdreht und die Gewinde ausfranst, beziehungsweise dann eventuell auch ein Schaden an der CPU entsteht, wenn der Druck zu hoch ist. Und dann packe ich den Shuttle mal kurz auf die Seite, was übrigens sehr einfach geht, weil der ist wirklich super, super leicht. Ist auch wirklich klasse und ich muss sagen, vom Platz, ich bin da einfach wirklich baff, wie gut man da tatsächlich trotz des Platzes noch drankommt. Also ich würde mal behaupten, da ist man in manch modernem PC oftmals irgendwie enger und eingeschränkter im Gehäuse unterwegs. Also ich bin auch davon relativ begeistert, wie einfach und gut das hier funktioniert. Ich hatte, als der Mario mir das geschrieben hat mit der Wärmeleitpaste, ich gedacht, oje, oje, das wird mit Sicherheit schon ganz schön schwierig werden, hier bei dem Shuttle an alles ranzukommen. Aber nee, weit gefehlt. Das war also ganz einfach. Und dann holen wir mal diesen Lüfter hier raus. Der könnte natürlich jetzt schon ein bisschen dreckiger sein. So, die Schrauben und das Lüftergitter machen wir mal ab. Und dann gucken wir mal, dass wir den hier irgendwie rausbekommen, hängt fest. Ach, den müssen wir nach unten rausziehen. Okay, gibt so noch einen Trick dabei. Den muss man dann tatsächlich hier. Schauen wir mal, wo wir mit dieser. Boah, das sitzt aber hier schon durchaus stramm hier drin. Okay, hab's geschafft. Aber auch der, muss man sagen, sieht tatsächlich noch relativ sauber aus. Also ich habe das zwar natürlich alles schon mal auch abgesaugt, ist klar. Aber gut, hier so ein bisschen Staub auf den Lamellen. Aber das ist auch nicht so der Rede wert. So, jetzt gucken wir mal. Das ist dann hier unser Arctic-Cooling. Und gucken wir mal, der hat ja auch hier Gott sei Dank den gleichen Anschluss. Das ist schon mal gut. Bin mal sehr gespannt. Ah, ist so in weiß gehalten. Und ja, hat auch ein bisschen längeres Kabel. Aber ich denke, ich werde es dann trotzdem versuchen, so einzubauen, dass wir die Strippe so möglichst kurz haben, wie bei dem anderen auch, dass wir nicht so viel Kabellage da rumbaumeln haben. Jetzt würde ich aber erstmal auch nochmal hier dieses Gitter ein bisschen auswischen. So ein kleines bisschen Staub ist da natürlich auch drin. Kann man mal alles ein bisschen entstauben, aber das ist wirklich kaum der Rede wert. Unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, wie sauber das Ganze hier doch ist. So, jetzt gucken wir mal. Das Ganze, der ist jetzt hier so hier drin gewesen. Sollen wir jetzt wegen der Laufrichtung gucken. So, genau, das wird ja unsere Außenseite werden. Jetzt sollten wir mal gucken, ob der eine Beschriftung hat. Das wäre dann immer ein bisschen das Blödste, wenn wir das nicht irgendwie richtig einbauen. So, jetzt gucke ich mal, der ist jetzt hier so rum, hat nach außen. Dann müssen wir theoretisch den so rum einbauen, also mit der Beschriftung nach innen. Der hat nämlich leider keine Kennzeichnung, in welche Richtung der bläst. Das haben sie sich irgendwie leider gespart, aber müsste an und für sich eigentlich so richtig sein. So, so, genau. Ja, das ist natürlich perfekt. Das ist natürlich wirklich super. So, gucken. Ja, aber der andere war auch so. So. Ja, na, jetzt echt ein bisschen gucken hier, wie die Schaufeln. Aber müsste eigentlich so passen. Naja, gut, zur Not, wenn es verkehrt rum ist, muss ich es nochmal. Ich finde das aber auch irgendwie doof, dass das nicht
angezeigt oder dass es nicht nochmal aufgeführt ist. Ich weiß nicht, steht hier auf der Rückseite was? Ah, guck mal an, hier gibt es eine Beschreibung. Man muss natürlich auch ein bisschen hingucken. Hier gibt es ein Bildchen und wir sehen, ja, genau, also vorne von der Beschriftung wird die Luft angesaugt und nach hinten rausgetragen. Also sind wir jetzt so, wie wir es angenommen haben, richtig. Da spart man sich manchmal ein bisschen Arbeit, wenn man da einfach nochmal sich das genauer anschaut und dann nicht eventuell alles nochmal auseinanderbauen muss. Gut, auch da hält sich der Aufwand zwar in Grenzen. Wenn es dann so ist, dann ist es halt so. So. Ja, da sind ja so keine wirklichen Gewinde drin. Also das fräst sich hier sozusagen tatsächlich wirklich richtig in das Kunststoff des Lüfters rein. Natürlich gucken, dass ich nicht gleich hier hinten beim Gegenhalten den Lüfter verbiege. Dann wäre das Ganze hier schon einsatzbereit. Perfekt, super. Das war ja wirklich kinderleicht. Genauso leicht hole ich dann den Bärbohren wieder hier ins Bild. Das ist unglaublich, der hat ja wirklich echt überhaupt kein Gewicht. Absolut Wahnsinn. So, da gibt es dann jetzt keine Kennzeichnung mehr wie beim alten mit Schwarz, Rot und Gelb. Ja, muss schon. Aber wir können den nur in eine Richtung aufstecken, glücklicherweise. So, den lege ich jetzt mal hier unten rein und hoffe mal, dass wir den jetzt hier so aufgesteckt bekommen. Jawohl, das hat geklappt. Ja, das war natürlich nicht ganz so günstig, weil da hätte ich von oben drauf schieben müssen. Also muss ich das doch in einem machen, in einem Rutsch. Also ich muss das nämlich hier von oben runter schieben. Und da ich ja geguckt habe, dass die Strippe möglichst kurz bleibt, muss ich das jetzt hier unten so halbwegs blind mit Strom versorgen. So, zack, aber es hat geklappt. Und jetzt kommen schon wieder die Rändelschrauben hier hinten dran. Ich kann das gar nicht glauben. Das ist ja Wahnsinn, wie einfach das gewesen ist. Fertig. Wärmeleitpaste erneuert bzw. aufgetragen, die war ja vorher gar nicht vorhanden und wir haben dann hier auch noch den Lüfter ausgetauscht, wie von Mario empfohlen. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das geräuschkulissentechnisch auswirkt. Und ihr kennt ja meine empfindlichen Ohren schon von den zahlreichen Tests mit meinen Gaming-Grafikkarten. Der Lüfter war jetzt leider doch falsch montiert, weshalb ich hier nochmal einen kleinen Nachtrag reinschneiden muss. Das lag jetzt in erster Linie natürlich auch ein bisschen daran, dass ich nicht berücksichtigt habe, dass ja hinter dem Lüfter, also jetzt von hier vorne aus gesehen, ja noch der Kühlkörper sitzt und natürlich muss dann die Luft vom Inneren über diese Kühllamellen nach außen getragen werden und zudem ist diese Beschriftung anders als bei dem Originallüfter. Bei dem Originallüfter befand sich die Beschriftung ja auf der Rückseite, das heißt da, wo die Streben sich befinden und die neueren, aktuelleren Lüfter haben ihre Beschriftung hier wie Arctic-Kulig in der Regel immer auf dem Propeller oder beziehungsweise auf dem Rotor selbst. Da habe ich mich jetzt ein bisschen verwirren lassen, aber man sieht das hier so, wie die Schaufeln jetzt hier angebracht sind, führen sie die Luft von vorne nach hinten durch und dann hier über diesen Kühlkörper, man kann das hier erkennen, über diesen Kühlkörper hier drüber und dann wird die Luft dann vom Inneren nach außen auch effektiv dann über diese Kühlrippen drüber geführt, so wie es sein soll. Vielen Dank, liebe Zuschauer, dass ihr hier so lange bis zum Ende dabei geblieben seid. Lasst mir ein Like für mein Video da und abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht schon getan habt. Und aktiviert auf jeden Fall auch die Glocke, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Empfehlen kann ich euch auf jeden Fall auch noch meine Playlist. Dort findet ihr jede Menge weitere Videos zu Retro-PCs, Homecomputern und Konsolen der 70er, 80er und 90er Jahre.
zum Beispiel zu Konsolen von Sega, Atari und Nintendo, aber auch zu etwas ausgefalleneren Modellen wie das Philips CD-i oder den 3DO von Trip Hawkins. Natürlich findet ihr auch Videos zu Homecomputern wie dem Amiga 500 oder 600 oder das Amiga CD32. Natürlich auch jede Menge zu Retro-PCs, Pentium der ersten, zweiten und dritten Generation sowie 486er Modelle und natürlich auch Events wie beispielsweise Gamescom, Flohmarktbesuche oder ein Besuch im Arcade-Museum. Ich bin sicher, da sind jede Menge interessante Videos für euch dabei.